Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Es geht weiter. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Normalerweise kommt ja immer so mittwochs der Part. Diesmal erst am Freitag. Warum? Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Deswegen sind wir auch hier. Ich habe es euch ja schon angekündigt. Ich habe meine Feuerhand, die bessere Pyromantieflamme, auf plus 5 gebracht. Das ist das Maximum in dem Fall. Und das sieht man auch am Magiebonus. Der ist nämlich jetzt auf 230, der Attributbonus ist auf A. Wobei der Attributbonus im direkten Feuerschaden, glaube ich, gar nichts bringt. Das ist nur, falls man damit angreifen möchte. Aber trotzdem, nice. Natürlich Feuerschaden auch immens höher jetzt. Sehr, sehr nice. Den haben wir jetzt. Ja, und warum bin ich jetzt bei der Chaoshexe? Ganz klar, weil ich 30 Menschlichkeit zusammen habe. Jawohl, ich habe die zusammengefarmt bei den Ratten. Hab's euch ja gesagt, mit dem Schlangenring geht das relativ fix. Und somit können wir uns jetzt auch diesen Chaos-Eid etwas verstärken. Ich habe auch schon den alten Hexenring angezogen, damit wir die Gute verstehen. Was ich jetzt allerdings nicht weiß, ich mache es ja das zum ersten Mal, ob sie diese Menschlichkeit in Items haben möchte oder oben links in dem Counter drinnen. Aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Oh, my dear sister, don't mind me. It does not hurt terribly. Ich finde das immer so traurig irgendwie. Mann, Mann, Mann. So, wir können Menschlichkeit darbieten. Gucken wir mal. Keine Menschlichkeit. Okay. Damit hat sich das erledigt. Do be safe. Somit müssen wir das uns erst da reinpfeifen komplett. Okay. Ja. 30 Menschlichkeit. Ade. Es tut schon fast weh, aber okay. Es ist ja hoffentlich für einen guten Zweck. Also, los geht's. Zermadern wir alle. Ich glaube, mir nüge das jetzt auch nicht viel schneller. Also machen wir es hier. Ich kann euch ja dann währenddessen sagen, was wir dann als nächstes machen. Der Charakter an sich ist fertig gelevelt. Ich habe mit dem eigentlich nichts mehr vor. Es gibt nur noch eine Kleinigkeit. Es fehlt ihm noch ein Zauber, den ich auch noch nie hatte. Boah, so viel Menschlichkeit hatte ich noch nie auf dem Konto. Nämlich, der letzte Seelenpfeil-Zauber, den wir von Logan bekommen. Aus dem Grund habe ich ja auch schon die Intelligenz auf 50, glaube ich, gepusht, weil das die Mindestanforderung ist. Das werden wir uns als nächstes holen. Dafür müssen wir aber Seth besiegen, ansonsten geht das nicht. Jawohl. Das heißt, unser nächstes Ziel wird wieder der Kristallwald sein, beziehungsweise das, was danach kommt. Und da werden wir Seth hoffentlich besiegen. Dann ist einer der großen Fürsten schon mal kaputt, einer von den Vieren. Wir haben unseren besten Zauber und wir haben somit unser Endequipment. Was auch noch ein Grund ist, zu Seth zu gehen, sind die Funkeltitanide, die dort sehr großzügig droppen. Mit denen können wir dann unsere Ausrüstung auch komplett fertig pushen. Ja, so sieht der Plan aus. Wenn wir nämlich das dann geschafft haben, dann steht uns alles offen. Dann können wir uns eigentlich frei aussuchen, was wir als nächstes machen, denn leichter wird's nicht mehr. Jo. So schaut's aus. Und jetzt verballere ich noch meine letzte Menschlichkeit. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin echt gespannt. Noch 3, 2, 1. Und das war's. So. Werteste. Tu deiner Schwester einen Gefallen. Quaylock, what is it? Ich möchte Menschlichkeit darbieten. Ja. Am besten gleich alle. Muss ich das jetzt alles einzeln machen? Du hast deinen Eid vertieft. Ja, ich muss es immer einzeln jetzt machen. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Ja, dann kann ich euch ja noch was Lustiges erzählen. Es bringt ja jetzt nichts, euch da jetzt rauszuschneiden. Ich habe es das letzte Mal schon angekündigt. Neu-Londo, von dem wir jetzt halt doch nochmal abgelassen haben. Das kommt dann das übernächste Mal dran. Also wir machen erst Seth fertig, dann holen wir uns den besten Zauber, dann pushen wir mal unsere Ausrüstung bis zum Ende. Und dann, wenn in meinem Sinne der Charakter fertig dann ist, dann gehen wir nach Neu-Londo, weil das meiner Meinung nach noch das einfachere Gebiet ist. Danach wird es nur noch böse, dann wird es richtig böse. Aber ich vermute mal, dass ich dann hier diese Chaoswelt, also die Dämonenwelt, weiter betreten werde. Und dann
hätten wir hier unten ja auch noch dieses optionale Gebiet, wo es zu einem anderen Eid-Typi führt. Den machen wir zwar nicht, den Eid, aber ich möchte zumindest die Gegend erkunden, weil das ist ja auch optionales neues Gebiet für mich. Das machen wir dann mit einem Rutsch. Ja, und dann bliebe ja nur noch... blieben nur noch die Katakomben. Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. Okay, ja, das ist jetzt auf Stufe 1, aber wir müssen 20 weitere Menschlichkeit darbieten, um die Ebene nochmal zu vertiefen. So Spielereien könnt ihr mit jedem Eid-Typi machen, also sie wollen manchmal auch unterschiedliche Dinge. Und es gibt dann natürlich auch unterschiedliche Belohnungen. Ich kenne das jetzt nicht alles auswendig. Ich weiß, dieses eine Rattenvieh da im Wald ist bringt eigentlich gar nichts. Was noch relativ interessant wäre, wären ja das optionale Gebiet hier unten. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht sagen, was uns da unten erwartet, weil das ist vielleicht eine nette Überraschung für die, die es noch nicht wissen. Aber ich halte halt diesen Eid für am interessantesten, weil er uns eben einen Weg eröffnet, womit wir rein theoretisch eben dieses Dämonentitanit farmen können. Ansonsten geht das nicht. Und es soll auch eine richtig praktische Abkürzung sein, die ich mir da mal angucken möchte. Ja, und nach den Katakombenfreunden geht es dann endgültig ins Finale. Aber bis dahin ist es noch ein schwerer und langer Weg. So. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor Seth, ganz ehrlich. Er ist einer der härtesten Brocken. Ich will zwar eigentlich seine Waffe haben, also seinen Schwanz. Denn die Waffe wird es sehr interessant sein, glaube ich, für mich als Magier. Aber ich weiß nicht, boah. Der ist so heftig. gut, er ist eigentlich nicht heftig. Vor allem jetzt mit unserem Feuerzaubern müsste der eigentlich gut machbar sein. Aber die Sache ist halt die, wenn ich sterbe, habe ich einen extrem langen Weg wieder vor mir. Einen extrem nervigen Weg. Ich werde ihn euch zeigen, der ist echt nervig. Da, nur wegen diesem Laufweg habe ich eigentlich ein bisschen Bedenken zu sterben und so. Aber rein theoretisch brauche ich die Waffe auch nicht, weil ich habe hier mit dem Speer eigentlich eine relativ gute Waffe und ansonsten verlasse ich mich eh entweder auf Feuer oder auf Seelenmagie, von daher... So, Freunde, jetzt ist es gleich soweit. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was bekommen oder ob es nur bei dieser einen Abkürzung bleibt. Jemand hat auch geschrieben, zeig unbedingt mal diese Eierinfizierung. Das mache ich dann auch noch. Und zwar, wenn wir uns ja in diesem Gebiet, wenn wir uns dem widmen, dann zeige ich euch die mal. So, das letzte Menschlichkeit nimmt nun seinen Weg. Und was bekommen wir? Wir bekommen den Chaossturm. Oh, thank you, Goyla. Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. Und somit auch die höchste meines Wissens nach. Gut, dann hätten wir das erledigt. Wir werden sie... Oh, wir reden mal nochmal vielleicht. Goyla, my dear sister. You know, I still remember your beautiful... silky face. If only I could gaze upon it once more. Oh, das ist so richtig traurig, hey. Das nimmt mich voll mit nach. Dann auch noch diese Musik, also das nimmt mich schon ein bisschen mit. Gibt's bei dir was Neues? Du bist ja so ein Diener. You speak the tongue of the fair lady? Na, okay, da gibt's anscheinend. Do not be rash with your pride. You have yet to earn my trust. If you try anything funny with the fair lady, there will be hell to pay. Ja, das glaube ich dir sofort. Jetzt ruckelt das Spiel. Ja, der hat einen Quest für mich. Das geht aber erst, wenn ich ein eierinfizierter Typi bin, soweit ich das richtig nachgelesen habe. Das machen wir dann natürlich noch. Gut, somit hätten wir es hier erledigt. Ich werde jetzt nochmal ganz schnell, zum Feuerbandschrein gehen. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass dieser Katharina-Typ oder
wie hieß es, Carina? Ach, der dicke Typ, der Zwiebelritter, dass der jetzt weg ist. Denn der hat ja eigentlich geplant, da nach unten zu gehen. Vielleicht dadurch, dass ich jetzt mal hier unten war. Vielleicht ist der jetzt weg und damit würde seine Questreihe weitergehen, was ziemlich praktisch wäre, wenn ich jetzt gleich zu Seth möchte. Ihr wisst ja, ich habe da eine Person gesucht. Die Person sollte auffindbar sein, wenn er weg ist und er scheint weg zu sein. Er stand doch immer hier, oder? Oder hier? Auf jeden Fall stand er hier irgendwo. Das ist gut, das ist sehr gut. Denn somit haben wir die besten Voraussetzungen, um weitermachen zu können. Sehr gut. Prima, prima. So, ja, das Spiel ruckelt ein bisschen, das macht aber nichts. Ich werde nämlich jetzt sowieso einen kleinen Cut machen, denn ich teleportiere mich nach Anor Londo. Werde bis zu dem Leuchtfeuer gehen in der Nähe des Kristallwaldes und genau dort schalte ich euch wieder rein. Ich werde im Kristallwald diese Kristallviecher nochmal ein bisschen töten, weil das habe ich euch ja schon mal ausführlich gezeigt. Das muss ich jetzt nicht nochmal aufnehmen. Und dann schalte ich euch rein. Ihr verpasst also nichts. Wir sehen uns im Kristallwald wieder. Und dann mal schauen. Vielleicht geht es heute noch Seth an den Kragen. Bis denn. So, Freunde, das immer wieder. Ich habe, wie gesagt, ich bin da hingerannt. Hier erwartet uns der Kristallwald. Ich habe jetzt doch noch nicht angefangen, die Viecher zu töten. Ja, ihr seht es oben links. Ich bin, habe meine Menschlichkeit natürlich mal wieder verloren auf dem Weg dorthin. War relativ unspektakulär. Da habt ihr nichts verpasst. Ja, ich habe meine Ausrüstung, meine Waffe repariert. Die hatten nicht mehr so viel Haltbarkeit. Das sieht jetzt auch wieder ein bisschen besser aus. Und ich habe meine Zauber neu eingestimmt, die ich euch eben mal zeige. Wie ihr seht, habe ich meine Pyromantie-Flamme ausgewählt. Und ich... wo kann ich das jetzt eigentlich am besten zeigen? Bei Status? Ja, da... Unten rechts seht ihr es, das ist die Feuerkugel, zweimal der Feuerball und dann der große Feuerball. Und rechts, das ist das, was wir neu bekommen haben von unserem Eid. Das ist der dieses Chaos-Dingens, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie es heißt, kann ich das irgendwie nachgucken. Jedenfalls frisst das zwei Slots, deswegen haben wir gerade eins weniger. Yo. Wobei ich es eigentlich nicht verstehe, wir haben doch eigentlich sechs Slots. Und wenn 1, 2 kostet, wieso habe ich dann jetzt nur 4? Warte mal, muss ich mal schnell nachgucken. Das. Ach, Quatsch, ja. Ich habe ja Feuerball doppelt drin. Jawohl, dann passt alles. Gut, ich bin mal gespannt, wie das abgeht. Vor allem dieser Chaossturm. Wir dürfen den 20 Mal machen. Das ist schon mal sehr nett. Er frisst halt auch 2. Ich habe es noch nie ausgetestet. Ich hoffe, es bringt was. Ich hoffe, man kann damit gut umgehen. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal wieder in den Kristallwald. Das ist ja jetzt ein kleiner Weg nur. Und dann bin ich mal gespannt, wie das abgeht mit dem Feuer. Also so fett hatte ich meine Feuer noch nie aufgewertet. Und wie gesagt, Freunde, ihr könnt als Kämpfer... Ich muss gerade überlegen, wo ich hin muss. Als Nahkämpfer könnt ihr ruhig auch auf Pyromantie gehen. Da braucht ihr keinen hohen Intelligenzwert. Das macht trotzdem viel Damage. Ich wusste das anfangs auch nicht, weil eben ja auch dieser Magiebonus hochgeht auf A letztendlich. Aber das sagt nur den Nahkampf-Damage aus. Euer... Feuerzauber-Damage ist da immer noch heftig geil. Also, probiert's ruhig mal aus. So, jetzt sind wir dort und diesmal habe ich die Hoffnung, den NPC zu finden. Deswegen gehen wir nicht sofort zu Seth. Wir gucken uns hier jetzt nochmal um. Der müsste eigentlich hier relativ in der Nähe sein. Das ist ein Gegner, den wir wieder besiegen müssen. Ja, da ist er ja schon. Ihr seht's, das ist nämlich wieder so ein Goldener. Oha, und ich sollte vielleicht nicht so viel quatschen und teste jetzt mal den Chaossturm. Okay. Ja. Nice. Sehr, sehr nice. Machen wir gleich nochmal. Braucht halt ein bisschen. Geil. Aber ihr merkt vielleicht, es ist ein bisschen willkürlich, wo und wie das landet. Jetzt ist meine... Ja, wird sich das immer in der Praxis so gut ausgehen? Also bisher gefällt es mir sehr gut. Und vor allem kann ich selbst davon Schaden nehmen, weil das wäre übelst. Ja, ihr merkt's, das sind One-Hits. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und jetzt gehen wir mal zu dem Boss da drüben. Den werden wir jetzt mal... Ja gut, anfangs muss ich ihn killen, denke ich mal. Das heißt, ich könnte ja eigentlich schon hier aus der Ferne losputzeln. Hä? Wieso ist mein... Waren das doch keine 20? Hä? Ich dachte, da stand 20 und nicht 2. Das hat mich eh schon gewundert, weil das so hoch war. Oder...
muss ich nochmal nachgucken. Da stand doch 20, hey, ich bin mir ganz sicher. Okay, das hat keinen Sinn. Da werden wir mal... Ja, komm, wir machen sowieso nochmal... Oh, jetzt nicht ruckeln. So. Ah! Mann! Ah! Ganz schlechter Moment gehabt. Ach, Mann, aber es hat auch geruckelt. Also, da kann ich jetzt gar nichts dafür, ey. Macht nix, macht nix. Hier steht eh drauf und ich wollte sowieso nochmal zum Feuer. Ich muss ja nochmal nachgucken. Ich könnte schwören, da stand eine 20 und keine 2. Oder zählen da diese... So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, eindeutig 20. Warum ging das nach zwei Dingern nicht mehr? Vielleicht, weil sie 2 mal 10 diese Dinger auf dem Boden machen oder so. Also, na, das macht doch keinen Sinn, oder? Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist ja gut und schön, aber... Wenn das... Keine Ahnung, hey. Ich muss mir das nochmal angucken jetzt in der Praxis. Gucken wir uns das nochmal an. Wir müssen nochmal runter. Ja, da haut das Vieh ganz schön böse zu. Aber das lag teilweise an den Rucklern. Teilweise auch, weil ich gerade meine Magie machen wollte. Mal wieder zu einem sehr ungünstigen Moment. Ich hab's aber auch mit dem Timing. Ja, und generell bin ich mit der Feuerkunst ja nicht so bewandert. Ihr wisst ja, ich brenne normalerweise lieber mit den Seelenpfeilen rum. Aber ihr habt ja auch gemerkt, das bringt bei den Kristallviechern so gut wie nix. Da ist Feuer viel, viel effektiver. So, wir gucken uns das jetzt nochmal genau an, wenn ich das jetzt einmal benutze, ob dann da wirklich 10 steht. Gucken wir uns mal an. So, ist ja nichts verloren hier, also was soll's. Also. Jetzt lasse ich doch erstmal die kommen, wo da hinten, da kommt doch gleich jemand, ne? Ja, da hinten kommt schon. Die, das hole ich mir noch nicht. So, probieren wir es nochmal. Na komm, mach. Ja, tatsächlich. Jetzt sehe ich das erst. Boah, ist das heftig. Der hat 17 Dinger auf einmal gemacht. Kann ich das nicht irgendwie steuern? Das ist ja blöd so, hey. Das bringt's ja dann gar nicht. Ja, es ist halt ein Chaossturm, ne? Oder kommt es darauf an, wie lange ich die Taste drücke? Muss ich nur vielleicht ganz kurz antippen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal ein bisschen experimentieren. Auf jeden Fall gehen wir hier jetzt ein bisschen methodischer vor, hoffe ich mal. So, ich muss ja auch mal gucken. Ich weiß, ich muss näher an die Viecher ran. Das ist das eine Nachteil. Der andere Nachteil ist natürlich auch die Zauberzeiten. Ihr habt es gesehen, das Ding kann einfach mal angesprungen kommen und mich one-hitten. Das ist uncool. Das ist echt uncool. So, ich mach's jetzt einfach mal. Mal gucken. Ah, es war... Bam. Okay, das hält ganz schön viel aus, aber ist ja ein extra Vieh. Ist ja gut, ja. Nimm das. So, da haben wir's geschafft. Was passiert? Noch ein Zwiebelritter. Hallo. It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Okay. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Ja, den kennen wir. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. So, sehr gut. Somit haben wir diese... Thank goodness. Okay. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Okay, das kennen wir schon. Ja, also wir haben die Tochter des Zwiebelritters gefunden. Und ja, süß. Somit geht die Questreihe weiter, aber nicht an dieser Stelle. Wir müssten eigentlich jetzt da unten weitermachen. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal hoch, möchte meine Magie aufladen. Und guck mir das nochmal an mit diesem Chaossturm. Ob das vielleicht wirklich so ist, wenn ich das kurz antippe. Das Vieh ist doch tot, oder? Ja, okay. Ja. Wenn ich das kurz antippe, ob ich dann weniger wie 17, also das kam mir schon ein bisschen heftig vor, ob ich das vielleicht ein bisschen steuern kann. Weil wenn ich es nicht steuern kann, dann ist der Zauber für den Arsch, ganz ehrlich. Weil eins ist ja dann effektiv gesehen nur eine geile Aufladung, das war's. Gut, andererseits, was passiert bei so einem fetten Vieh wie Sess?
Wenn der einen Feuersturm abbekommt, und der ist ja so dick, der bekommt dann vielleicht gleich 10, 12 Dinger in sich ab, kriegt er dann auch den 10-fachen Schaden? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Ja, okay, jetzt muss ich das erst nochmal... obwohl, nee, ich lasse das jetzt mit dem Test. Ich lasse es mal drin, weil ich möchte es ja sowieso bei Seth dann mal ausprobieren. Ob der dann wirklich das zigfache an Schaden bekommt, das wäre natürlich... Das wäre geil. Ja, Freunde, aber erstmal keine großen Reden schwingen. Wir müssen nämlich erstmal zu Seth kommen und das ist schwierig genug. Eines meiner größten Hasslevels. Und es ist schon viel zu lange her, als dass ich sagen könnte, ah, ich weiß ja noch, wie es geht. Nein, es ist leider zu lange her. So, ich habe hier leichte Frame-Einbrüche, das nervt mich gerade. Einen Moment, bitte. So, das immer wieder. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, es ist, weil gerade Alan Wake-Woche ist, ist das Problem, dass meine Festplatte sehr voll ist. Und wenn die Festplatte langsam voll und voller wird, dann fangen diese Frame-Einbrüche gerne an. Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn es nicht geht, dann muss ich leider kurz einen Cut machen. Aber das stört euch ja nicht. Für euch geht es ja dann nahtlos weiter. Nur ich muss einen Cut machen. Aber gut. Probieren wir es einfach nochmal. So, ich werde jetzt für die Kristallviecher hier die Feuerbälle nehmen. Moment, ich höre da... Oh! Gott, hat er mich erschrocken. Ich habe ihn gehört und... Oh, meine Fresse, hat er mich erschrocken gerade. Boah. Mistvieh, war mal... Gnadenstoß kann ich ja dann damit machen. So, immer zwei davon und eins davon und es passt, genau. Sehr schön. Somit sind die schon mal kein Problem. Ja, da steht sie noch. Die wird später, glaube ich, zum Feuerbannschrein gehen oder ich muss nochmal nachlesen. Ich habe die Questreihe nämlich ab dem Punkt von den Zwiebelrittern nicht weitergemacht. Und das bedeutet für mich, ja, ab dann ist diese Questreihe auch blind. Natürlich möchte ich sie weiter angehen, ist doch klar. So, ja, das einzige Gebiet, wo wir uns hier in dem Kristallwald noch nicht umgeschaut haben, sind, ja, die Kristalle dort hinten. Und ich möchte mal meinen, die zwei da hinten, die bewachen den Eingang. So, wechseln wir wieder. Mal gucken, ob ich einen pullen kann. Ja, es kommen gleich beide, war ja klar. Der links hat irgendwie eine andere Farbe. Ah, nee, das sah nur so aus, okay. Bäm. Und, na komm, weiter. Bäm. Ach, je. Macht mir ja nicht die Ausrüstung kaputt. Die war teuer genug. So, jetzt muss ich auf mein Leben aufpassen. Das wäre mal ganz nice. Ja. Ah, scheiße. Verdammter Stein hinter mir. Der hat mich zum Sterben gebracht. Jetzt ohne Mist. Jetzt hätte ich noch ausweichen können. Habt ihr ja gesehen, die Konstitution war voll, aber die Kristalle gehen durch die Rüstung. Ja, da ruckelt es schon wieder. Ich glaube, ich muss sowieso cutten. Das hat so keinen Sinn. Also Dark Souls in... mit Slow Frames. Ne. Na gut. Ich hab's ja gesagt, ich bin ein bisschen außer Übung, was Feuermagie angeht, aber ich werde mich da schon durchmogeln. Ihr müsst jetzt sowieso es öfters in Kauf nehmen, dass ich viel, viel öfters wie bisher sterbe. Also ganz ehrlich, ich dachte eigentlich im Laufe des Let's Plays, dass ich viel, viel mehr sterbe. Klar, nicht so viel wie beim ersten Match, wie beim ersten Durchgang, aber ich habe schon gedacht, dass ich noch deutlich öfters sterbe. Weil ihr wisst ja, Let's Play, also kommentieren und so weiter, da ist man ja auch deutlich unkonzentrierter. Automatisch, finde ich. Da spielt man nicht so konzentriert, wie wenn man jetzt, ja, ohne zu schwafeln auf der Couch sitzen würde, sage ich mal. So, diesmal erschreckt mich der Typi da hinten nicht. Bitteschön. Oh, ich hasse das, wenn er das macht. Komm, hör auf damit. Aua. Da. So, und jetzt kommt schon wieder der Nächste, ich weiß. Bitteschön. Oh, mach nicht das Böse. Okay, das war nicht das Böse. Schnell was trinken. Komm. Nochmal. Ja, ist gut. So. Okay, läuft doch. Meine Fresse. Ja. Ja, eigentlich ist es mir ein bisschen zu ruckelig. Ich glaube, für euch geht's noch. Aber... ich weiß, dass es normalerweise ein bisschen flüssiger läuft. Mich stört das gerade. Ich glaube, ich werde einen Cut machen. Weil das nervt mich. So. Aber ich möchte der Ehre zuliebe die zwei nochmal killen, bevor ich eine Pause mache. Oder ich hole mir gleich mal die Leiche, weil
Die Seelen war ja auch nicht schlecht. Man kann eigentlich sehr geil farmen, fällt mir gerade auf. Also, gar nicht mal so schlecht. So, und diesmal werde ich nicht an diesem scheiß Stein hier ausrutschen. Ist aber natürlich blöd, wenn sie zu zweit kommen, ne? Ach, und die Reichweite, das ist halt ein richtiger Nachteil. So, aber diesmal haben wir es so gemacht, wie ich mir das auch vorstelle. Bitteschön. So, gut. Ja, also da unten werde ich wahrscheinlich öfters sterben. Und um Flakhaus zu sparen, werde ich eine Durchrenntaktik später benutzen. Aber solange wir diese Höhle noch gar nicht kennen, mache ich das noch nicht. Ist doch klar, ich renne jetzt nicht durch in einem neuen Gebiet. Also ein für euch neues Gebiet zumindest. Gut, für mich ist es schon wieder halb neu. Ich weiß schon wieder nicht viel. Ich weiß nur, dass es verdammt nervig ist. Die Kristallhöhle. Ja. Ein neues Gebiet. Ein letztes Gebiet hier. So viel kann ich schon mal verraten. Und man muss verdammt nochmal aufpassen, wo man hinläuft. Das ist, könnte ansonsten ganz, ganz übel enden. Ja, und dann noch auf diesen schmalen Dingern kämpfen. Das hat man gerne, ne? So. Aber es geht ja ganz gut. Also wenn wir die Feuerbälle bei diesen Gegnern verbraten und die Feuerkugeln, dann haben wir ja für Sess noch unsere harten Geschütze. Aber erstmal zu ihm kommen. Das ist die Problematik. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Aber sehen noch nicht viel. Alles schön im Blau gehalten. Alles so ein bisschen eiskristallig. Im Grunde eine schöne Gegend. Noch ist es ja auch angenehm zu laufen. Ich mag's nicht. Und ihr hört das? Und ihr seht das. Ja. Boss Recycling. Jetzt kommen diese Schmetterlinge als normale Gegner. Aber soweit ich weiß, kann man sie einfach in Ruhe lassen. Man muss sie gar nicht killen. Und lauscht mal. Und vor allem beobachtet es mal, was da so leichte Schneeflocken vom Himmel fallen. Aber irgendwie abprallen, obwohl sie weiter runterfliegen könnten. Das habe ich am Anfang ewig lang nicht kapiert. Bis ich mich einfach mal gewagt habe. Eine unsichtbare Wand. Ne, Wand nicht, ein unsichtbarer Weg. Ist das nicht krass? Und da unten würde ich eigentlich... Ne, da liegt gar nichts. Okay. Ja, wir laufen einen unsichtbaren Weg und sind auf einmal hier. Ja, ich habe mich ewig gefragt, wie man da drankommt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher. Naja. Und von diesen unsichtbaren Wegen werden wir in diesem Gebiet noch mehr kennenlernen. Und die werden dann leider nicht mehr so eindeutig. Das gibt ein Gefehle ohne Ende. Ein Gefehle ohne Ende gibt das. So, ja. Schmetterling machen oder nicht? Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach. Meines Wissens nach, aber guck mal, der hat als Horn fast die gleiche Waffe wie wir, finde ich. Das hat ein bisschen Ähnlichkeit. Naja, aber nur ein bisschen. So, ich weiß nicht, wenn man ihm zu nahe kommt, dann könnte er auch aggro werden. Ich möchte es nicht hinaufbeschwören. Bei Feuerzauber muss man ja auch ein bisschen sparsamer sein. Ihr habt es ja gesehen bei der Aufladung, die ist schnell verbraten. Jo, und ihr seht, da ist eine Schrift, die hilft nochmal. Ich muss dazu sagen, diese verdammte Schrift war im ungepatchten Spiel nicht drin. Das hat mir es nochmal ein bisschen erschwert, weil, ja, wer ist schon so mutig, geht er einfach drüber. Oder... Mal ehrlich, wer rechnet denn damit, dass da jetzt auf einmal unsichtbare Wege kommen? Naja. Jetzt wissen wir es ja besser und deswegen gehen wir mal drüber. Ich hoffe jetzt, ich habe hier nichts übersehen. Kann mich gerade schlecht erinnern. Gut, wir gucken mal, ob wir das jetzt schaffen da, also. Nachricht lesen. Ein Weg ist voraus, ja. Im Grunde ist es relativ einfach. Ich glaube, wir müssen hier nur gerade auslaufen. Aber ich habe da immer ein bisschen Angst, ein bisschen blöd abzuweichen oder so. Hoffentlich mal, dass das klappt. Jo, das hat geklappt. Sehr schön. So, dann haben wir hier wieder einen großen Kristallgegner. Meines Wissens nach sind das einmalige Gegner. Also einmal gekillt und die kommen nicht mehr. Das ist ja schon mal gut. Könnte aber auch sein, dass ich mich gerade irre. Gucken wir mal, wie er drauf ist. So, ich würde sagen, jetzt... Komm. Da war schon ein bisschen zu spät fast. Ja, der hält auch deutlich mehr aus, wie ihr seht.
So, noch einmal. Den Rest machen wir mit der Waffe. Na, der Rest ist gar nicht nötig. Sehr schön, hat genau gereicht. Dann müssen wir jetzt wechseln zum Feuerkugel. Ja, das ist auch ein Grund, weshalb ich glaube, dass wir Seth beim ersten Mal überhaupt nicht schaffen, weil wir jetzt einfach noch zu viel kämpfen müssen. Mistvieh hat noch nicht mal was hinterlassen. Naja, egal. Ah, irgendwie stoßt es mich da runter. Also die Leute, die das schon mal gespielt haben, die kennen das Problem. Da wird man manchmal so leicht runtergestoßen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Naja. So, jetzt sind wir hier wieder auf dem Kristalldingens. Ich weiß, dass es hier einen optionalen Weg gibt. Ich muss jetzt nur noch mal genau gucken, wo der war. Es gibt da so einen optionalen Bonusweg, den ich mir gern holen würde. Gerade jetzt beim ersten Durchgang, in dem ich mir eh noch keine Hoffnungen bezüglich Seth mache. War das hier? War das? Nee, da geht's weiter, meine ich. Da geht's weiter. Ich dachte eigentlich... Ah, da ist der Schmetterling. Den lassen wir auch in Ruhe. Nee, ich dachte eigentlich da hinten links, dass da was ist. Guck ich nochmal. Da irgendwo. Da, ihr seht's ja auch, da liegt was. Da gibt's keinen Hinweis. Sollte ich mich jetzt trauen oder nicht? Moment, ich guck mal auf die Schneeflocken. Aber hier in unmittelbarer Nähe sehe ich gar keine. Nee, ich glaube, ich muss... Ich stehe falsch, denke ich mal. Doch, da prallt sie ab. Habt ihr das gesehen? Ja, soll ich es jetzt holen oder nicht? Oder soll ich erst noch ein paar Gegner machen? Ich hätte gern mal, dass direkt vor mir eine Flocke fällt. Damit... Ah ja. Ja, okay, danke. Ah, ah, warum? Warum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe schon gedacht, ich falle. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hey, das habe ich noch nie gefunden. Wie geil. Das habe ich noch nie gefunden. Da war ein Kristallvieh, oder? Da war doch eben noch eine Kristallechse. Moment, die holen wir uns mal schnell. Wie geil. Noch nie gefunden, dieser geheime Gang. Ja, ich dachte, ich falle runter. Wollte schnell zurückrennen. Renn dadurch in diese geheime Höhle. Wie geil ist das denn? Tatsächlich bin ich auch ein bisschen runtergefallen. Aber auf den unsichtbaren Weg letztendlich. Und da wollte ich ja hin. Geil. So, jetzt habe ich aber keine Seelendinger. Jetzt muss ich dich ganz schnell mit Magie killen. Oh, gleich zwei. Oh, okay. Geht auch so. Sehr geil. Gleich zwei. Und wir bekommen zwei Fummelstanit. Wie geil ist das denn? So, warte mal. Da war aber noch eine, oder? Die andere hat sich schon wieder verschanzt. Dann holen wir uns die schnell. Weil, ey, die Items sind Gold wert. Machen wir noch schnell. Ach, so schlimm ist das Gebiet gar nicht. Seth wird es dann wahrscheinlich erst im nächsten Part geben. Das ist auch besser so, weil dann habe ich die Festplatte aufgeräumt. Hab wieder ein bisschen mehr Frames. So. Ihr könnt auch mal gerne schreiben, also wenn euch... Hä? Nochmal zwei? Nee, oder? Jetzt sagt bloß, hier kann man endlos farmen, oder waren das vorhin drei? Nee, das glaube ich nicht, dass da immer jetzt... Das glaube ich jetzt nicht, warte mal. Das müssen wir jetzt nochmal testen. Also Leute, wenn ich da Funkeltitanite so geil farmen kann, dann wisst ihr, was ich jetzt gleich offline machen werde. Also ganz ehrlich. Nee, aber das... Die Viecher sind normalerweise nie... die spawnen so nie nach eigentlich. Na, mal gucken. Da war eine. Verdammt. Es war aber auch nur noch eine, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Jetzt habe ich ein bisschen verplant. Warte mal, wir stellen uns mal so hin. So, und dann müsst ihr sie gleich richtig sehen das nächste Mal. Ja, sorry, jetzt ist wieder dieser Sammeltrieb gerade da, der uns nicht großartig weiterbringt. Aber ihr wisst ja, wir brauchen gerade dieses Funkeltitanit, um unsere Ausrüstung zu verbessern. So, ein letztes Mal eventuell. Mal gucken. Ich glaube, es ist nur noch eins da. Ja, okay, sie sind nicht... sie kommen nicht unendlich. Es waren halt dann wirklich drei Stück. Sehr schön. Gut. So, und man kann theoretisch auch hier raus, oder? Ist hier ein geheimer Weg? Ja, hier ist auch ein... Ist das nicht sogar jetzt der richtige Weg? Also der optionale, wo ich hin wollte? Moment, jetzt muss ich nochmal da schnell gucken. Ich meine, ich kam von hier, oder? Nee, das muss der Storyweg sein, weil ich da eine Schrift sehe. Dann gehen wir jetzt erstmal da lang. Und versuchen, das Item da hinten zu bekommen. Also, ich traue mich dann mal. Flocken, zeigt mir den Weg.
Weil beim optionalen Gebiet ist das wieder ein bisschen gefährlicher, möchte ich meinen. Oh Mann. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich gestorben bin. Im ersten Durchgang. Ich möchte das eigentlich... ist das so weit oben? Die prallen so weit oben, aber ich bin so weit unten. Verdammt. Ist das jetzt Dead End oder was? Oh, warte mal. Nee, komm. Vielleicht geht das einfach ein bisschen höher. Ja. Okay. Weiter. Ja. Immer weiter. Ja, ihr seht mein Ziel. Das Funkeln da hinten. Ist klar. So, Moment. Jetzt, wenn ich das richtig sehe, macht mein Weg eine Rechtsbiegung, oder? Also rechts prallt es auf jeden Fall noch ab. In der Mitte auch noch ein bisschen. Da halte ich mich lieber mal ein bisschen rechts noch. Ja. Da ist auch noch. Okay. Ja, ja. Wo führt mich der Weg eigentlich hin, mal ehrlich? Boah, ist das hell. Boah. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ich möchte ungern sterben. So, ich glaube aber, ich kann mich Richtung hier halten, ja? Hier prallt immer noch alles schön ab. Oder? Ja. Ja. Gleich sind wir auf sicherem Boden wieder. Juhu. Ja, sehr schön. Komm, und jetzt einfach durch. Juhu! Ist ja eigentlich nicht so schwer, wie ich es in Erinnerung habe, jetzt mal ehrlich. So, finden wir ja noch was außer eine blaue Scholle. Hm, das scheint es gewesen zu sein. Da hinten ist ja auch nichts mehr. Es kam mir nämlich so vor, als hätte man auch noch weiter rechts gehen können. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Ah, ja, ja, ja. So, da waren wir. Ja. So, jetzt gucke ich da rechts nochmal, aber da liegt ja auch nichts, ne? Ich glaube nicht, dass da noch was ist. Da oben? Nee, da ist nichts. Das war der einzige Bonus. Okay. Ja, gut, dann schauen wir mal, dass wir den Weg jetzt nochmal zurückfinden. Wo prallt ihr ab? Hier prallt ihr ab. Sehr schön. Es ist jetzt gerade, es blendet mich regelrecht. Also das geht nicht nur euch so. Das ist echt ein bisschen extrem gerade. Das ist so extrem, dass ich gerade gar nicht auch so 100% weiß, wo ich hin soll. Aber selbst wenn ich jetzt sterbe, wäre es mir wurscht. Weil, ja, das war eh der Bonusweg. Den müssen wir ja nicht nochmal machen. Es kommt mir auch so vor, als wäre es einfacher gemacht worden, Zeit des Gepatches, ganz ehrlich. So, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wo ich hin möchte überhaupt. Wo ist denn mein... Ah, da unten ist mein kleiner Geheimgang. Ja, jetzt geht's wieder runter. Ja, komm, ich renne jetzt einfach durch hier. Ich bin vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig. So, jetzt muss ich mal kurz einen Cut machen. Anscheinend kann ich den Part ja doch noch bis zum Ende aufnehmen, ob wir überhaupt noch Zeit haben. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geachtet, ich Honk. Ja, bis gleich. Okay, es kann noch weitergehen. Wir haben noch so circa 7 Minuten. Ja. Das ist ja recht einfach. Warte mal, kann ich den Typen killen? Ja, ich kann ihn nicht anvisieren, dann lasse ich das lieber. Ah, wäre jetzt aber geil, den von oben zu killen, aber Anvisierung nicht möglich. Ja, wahrscheinlich, weil unter mir... Ja, theoretisch sehe ich ihn ja auch gar nicht, ne? Wenn das nicht unsichtbar wäre. Ja, gleich fällst du tief. Das ist beunruhigend. Man muss aber nicht alles glauben, was man da so zu lesen bekommt. Ich glaube, ich könnte, wenn ich jetzt da lang gehen würde, würde ich da runterfallen, könnte den Typen killen. Oder ich gehe gleich Richtung Sess. Ja. Ich würde sagen, ich werde erstmal den Typen killen, dann ist er weg. Und außerdem liegt da noch ein Item für mich. Das heißt, wir schnappen uns das und werden ein bisschen Spaß haben. Und es fängt genau in dem Moment an zu ruckeln. Sag mal. Wer ist denn hier sadistischer? Dark Souls oder mein Fraps? Ich weiß es nicht genau. Aber nichtsdestotrotz ist er tot. So. Hinterlässt mir wieder nichts. Ich weiß nämlich, dass die auch diese blauen Brocken theoretisch fallen lassen können. Ja, und da ist... Hallo Schmetterling. Ja, man muss sie nicht angreifen. Also, es bringt auch nicht wirklich was. Meines Wissens nach lassen die auch keine Mondlichtschmetterlingsseelen mehr fallen, wie sie es mal getan haben. Ja, wäre ich jetzt nicht da runtergesprungen, hätte ich, glaube ich, jetzt einen besseren Weg. Jetzt muss ich genau gucken,
wo mein Schneeweg weitergeht, sozusagen. Oder ich muss erst nochmal zurück, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich muss sogar erst noch zurück, ja. Das kann gut sein. Dann machen wir das mal. Ich glaube, irgendwo da hinten, ja, das sehe ich schon. Hier. Ja, dann mal hoch. Oh, hört doch auf zu ruckeln. Jetzt die paar Minuten lohnt es sich auch nicht mehr, den Part zu beenden. Jetzt mache ich das fertig. So, wo muss ich jetzt genau hin? Da. Okay. Ich verlasse mich einfach jetzt mal drauf und gehe geradeaus. Ja. Sieht gut aus. Wo muss ich genau hin? Sag's mir. Okay, da lang. So, lieber nur abgerollt. Mir ist es schon mal nämlich passiert. Ich war kurz davor, die Plattform zu erreichen. Und dann war da, keine Ahnung, so eine Art Minispalt und ich bin runtergerutscht. Deswegen rolle ich da auch manchmal gerne. So. Ja, da waren wir schon, das wisst ihr ja. Wir müssen jetzt nochmal da hoch. Werden aber... Jetzt komme ich wieder so halb da in die Bedrängnis, da nach rechts zu fallen, hey. So, und, erst nochmal wechseln zum Stab. Der reguläre Weg ist dann ja dieser da. Genau, da sehe ich ja auch meine Schrift. Ah! Ach ja, okay. Ich erschrecke da immer, hey. Ich erschrecke da jedes Mal. So, jetzt muss ich genau gucken, weil hier geht's definitiv weiter. Dann sind wir selbst schon relativ nahe. Aber ich will nicht runterfallen. Okay, da prallt nach wie vor was ab. Okay, der Weg ist eigentlich relativ breit. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mal ungepatcht gespielt. Mir kam es damals viel, viel knapper vor an manchen Stellen. Jetzt ist es deutlich einfacher. Oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil ich es einfach schon mal gemacht habe. Ja, noch ein Schmetterling. Den lassen wir Schmetterling sein. So. Okay, da kann ich da wirklich durch? Schneeflocke? Gib mir eine Bestätigung. Ja, sieht so aus. Okay. Gehen wir darüber. Und dann haben wir den schlimmen Teil im Grunde geschafft, weil ich glaube, das war auch schon das letzte Mal, dass wir da durch mussten. Ich bilde mir jetzt sogar ein, dass es hier unten sogar ein Leuchtfeuerchen gibt, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Sollte es hier nämlich ein Leuchtfeuer geben, Freunde, dann werde ich selbst definitiv den Schwanz absäbeln. Definitiv. Weil dann habe ich ja diese Laufwegproblematik nicht mehr. Aber vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur ein. Wir bekommen die Seele eines Helden und werden bestraft. Hallo. Okay, das ist jetzt ganz schlecht, weil... Ihr wisst ja, Distanz und so... Nee, das kann ich nicht. Nee, ich muss hier weg. Mein Feuerball hat nicht so viel Distanz, das ist das Problem. Ah, geh da weg. Schnell weg. Ich hoffe einfach mal, dass mir das Vieh nicht nachkommen kann. Scheint so. Ist aber schlecht, ich wollte mich nämlich noch ein bisschen umgucken. Ja, komm, scheiß drauf. Ich gucke jetzt nochmal ganz schnell links, ob da auch kein Leuchtfeuer oder sowas ist. Nee, okay, da ist ja gar nichts. Okay. Hat sich erledigt. Ja, du kannst weiterhin deine Show machen. Und ich verzieh mich. So. Nee. So, nicht. Ja, jetzt sind wir schon hier. Okay, Freunde. Das wäre jetzt natürlich ein böser Cliffhanger. ein bisschen was kann ich noch machen. Denn hier haben wir nämlich noch ein paar Gegner vor uns. Und die sind, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die drauf sind. So, wir locken mal eine her. Hallo? Mistvieh, ja. Ich glaube, die machen ganz, ganz üblen Schaden. Die sollte man eigentlich mit Magie machen, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Oh ja. Sie sind ja sowieso gegen Magie ein bisschen immun. Ich habe es euch ja schon öfters gesagt. Ja. Ah, komm. Aber die ist tot. Es sind sogar... schaut mal, da denkt man, ach, wie schön, so eine Muschel. Und dann sind da ein Haufen Totenköpfe drin. Die haben einen Gegenstand für uns, und zwar Funkeltitanit. Das ist eigentlich der geilste Moment, um Funkeltitanit zu farmen. Weil da, die kommen immer wieder. Also wer sich den Weg da runter traut, wer da drauf Bock hat, gut, der wird dafür belohnt mit Funkeltitanit.
Denn diese Muscheln kommen immer wieder. Ihr seht, das ist eine ganze Menge. Ich gehe jetzt erstmal zu der. Ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch ein Leuchtfeuer oder sowas finde. Aber ich glaube, ich bilde mir da zu viel ein. Boah, können die einen wegstoßen. Ist ja abartig. Ja, und sie sind eigentlich mit Feuer relativ einfach, aber ich möchte eigentlich Feuer gerade aufheben, damit der erste Versuch gegen Seth vielleicht doch noch ein realistischer Versuch wird. Ja. Im Grunde sind sie ja relativ harmlos, wenn man blockt. Ihr merkt's ja. Komm, stirb jetzt. So. Und ich glaube, die geben fast immer Funkeltitanit. Du auch? Okay, der diesmal nicht. Tolles Musterbeispiel mal wieder. Ja, gut, da hinten hat er aber nichts beschützt, leider. Das ist ein bisschen enttäuschend. Okay. Ja, es ist sehr, sehr hell hier. Das ist ein bisschen nervig, finde ich. Aber na gut. So, ich renne nochmal ein bisschen zurück. Aber ich glaube, ich habe hier nichts übersehen. Nee, da hinten ist mein Flattermann. Da war ja auch nichts mehr. Ja, gut. Noch drei. Machen wir die jetzt noch schnell? Eigentlich überziehen wir jetzt gerade schon wieder, ich weiß. Aber komm, wir werden die jetzt noch schnell machen. Komm. Und dann, werte Freunde, wird's richtig spannend. Denn da hinten dieses... Ihr seht ja, da ganz hinten, da von dem das Leuchten ausgeht. Ich glaube, das ist dieser Urkristall, von dem gesprochen wurde. Glaube ich zumindest. So, das ist auch gleich kaputt, das Vieh. Ja, wir pieksen es zu Tode. Es ist herrlich, aber was soll's. Na? Ich sollte eigentlich den Schlangenring anziehen, dann... Aber gut, ist jetzt egal. Die zwei mache ich jetzt auch noch so. Wenn ihr das farmen wollt, ist doch klar, ne? Dann zieht den Schlangenring an, dann läuft das höchstwahrscheinlich noch besser. So, da... Oh, das sind ja doch noch mehr wie zwei. Och, ich glaube, ich mache den Rest dann doch erst nächstes Mal. Sonst überziehe ich nur so maßlos. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? So, mein Freund. Ah, diese Rempel-Attacke, die haut ganz schön böse rein da. Muss ich erstmal wieder ein bisschen Ausdauer recken. So. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut in dieser Kristallhöhle durchkommen. Ich habe mir mal wieder zu sehr ins Hemd gepisst. Hm, die gibt mir auch nichts. Schade. Ja, ja, komm, weiter. Komm, wir, ach, wir überziehen, was soll's. Es ist Dark Souls und ihr liebt das Projekt genauso wie ich. Okay, die ganz da hinten fühlt sich jetzt angesprochen und die vorne guckt mich nur blöd an. Meinetwegen, dann halt erst du. Sind schon eklig, die Viecher, oder? Also vom Design her kommt man eigentlich auf sowas. Ach, ich will es gar nicht wissen. Was sie nicht für kranke Hirne haben müssen. Aber es sind genial kranke Hirne. So. Na? Auch nix. Okay, das nächste Mal ziehe ich echt den Schlangenring an. So, und dann bleibst ja wohl hoffentlich nur noch du. Ja, als drauf mit. Sottele. Das war's, Leute. Da hinten. Das da hinten, was da so heftig leuchtet, das ist unser Urkristall. Das Ding, das wir zerstören müssen, damit Seth, ja, auch mal was merkt von unseren Attacken. Ich gucke mich jetzt noch ein letztes Mal um, aber nein, es gibt kein Leuchtfeuer hier. Ich kann die Hoffnung aufgeben, eigentlich. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Es wäre so einfach, wenn es da eins gäbe, ne? Aber nee. Sei uns nicht gegönnt. Okay, Freunde. In diesem Sinne geht's spannend weiter. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls.